Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Stratigator, eurem Anno 1800-Kanal. Wir starten heute wieder in das Szenario Eden am Ende und zwar in Staffel 2 mit unserem zweiten Versuch und diesmal hoffentlich einem Goldrun. Wir werden heute die Grundlagen erstmal schaffen, das heißt, wir werden Rohstoffproduktionen aufbauen und die ersten Versorgungseinheiten für unsere Journaleros bereitstellen, damit wir möglichst schnell eben in Richtung Obreros gehen können. Und damit werden wir den Großteil unserer Folge heute verbringen. Außerdem erkunden wir natürlich fleißig Inseln und erledigen so ein paar Quests rund um die Schildkröte, rund um die Pyramide und so weiter und so fort. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hier sind wir also. Wir stellen direkt mal auf den verlangsamten Modus, denn wir müssen jetzt schon mal wirklich jede Zeit nutzen. Wir haben insgesamt 2 Stunden 30 Zeit, um das Ganze zu schaffen. Wir beginnen potenziell erstmal mit einem geplanten Rathaus, was wir aber nicht planen können. Das sollte aber in die Mitte kommen von einer potenziellen Siedlung, die wir dann hier errichten werden. Das bedeutet, wir lassen hier auf jeden Fall mal 3x3. Nein, wir lassen 5 Platz, damit da auch noch Straßen dran vorbeiführen können. Und hier so setzen wir das jetzt gleich auf. Wir brauchen natürlich noch einen Marktplatz für unsere Siedlung. Und wenn wir den sofort hergestellt haben, also wenn wir die Verbindung hergestellt haben zum Marktplatz, dann werden wir auch ein paar hiervon ausbauen, bei weitem nicht alle. Denn das macht sonst keinen Sinn. Vielleicht bauen wir den hier oben hin. Hier ist der Hafen. Wir haben dann haben wir die Möglichkeit, das nämlich zu nutzen. Eine Siedlung für die gleichzeitig sollten wir unser Schiff schon mal losschicken. Wir versuchen jetzt halt alles irgendwie möglichst effizient natürlich zu machen und wir versuchen auch, das Ganze als Lernen nochmal zu sehen. Es könnte natürlich auch sein, dass wir hier nochmal scheitern und noch einen weiteren Try brauchen, bis wir es dann mal schaffen. Ist möglich, aber vielleicht nicht nötig. Ja, wir sind auf dem Weg zu den erstaunlichen Dingen. Okay. Aber vergiss nicht, der Staudamm geht vor. Ja, wir gehen jetzt gleich suchen. Wir sind schon auf der Suche eigentlich. Und hier haben wir jetzt einen Marktplatz. Der dürfte dann noch ein bisschen vielleicht in der Rathaus-Range sein, wenn wir das hier hinbauen. Aber das müssen wir tolerieren. So, ein paar Häuser brauchen wir auf jeden Fall schon mal, bevor wir hier irgendwas anderes bauen. Was wir aber auch brauchen, sind natürlich Sägewerke. Wir brauchen unsere Holzproduktion. Das haben wir beim letzten Mal ein bisschen vergessen zu Beginn. Ah, ich wollte gerade sagen, aber wir haben gar keine Forsthütte. Ich glaube aber, dass sich die noch in unserem Kontor befindet. Und da können wir ja direkt mal reingucken in unsere Items. Jawohl, es ist sogar der Industriegiftfilter erhalten geblieben. Okay, also es gilt für alle legendären Items, nicht nur für die, die, wo es quasi beisteht, dass die erhalten bleiben. Die 3 können wir direkt mal aktivieren. Und den Industriegiftfilter werden wir dann später benutzen. Ja, nicht weiter ohne mehr Leute. Wir haben eine kritische Arbeitskraft. Das heißt, wir reißen hier ein Sägewerk auf jeden Fall nochmal ab. Und hier wird noch nicht weiter eingezogen, weil wir noch keine Pumpen haben. Das können wir aber ja schnell zur Verfügung stellen. Die sollen auch nach außen, damit wir dann eben den Platz nachher in einem Rathaus gut nutzen können. Wir brauchen aber auf jeden Fall dann hier auf der anderen Seite noch eine weitere Pumpe. Sonst läuft das hier nicht. Ich werde das sinnvoller nutzen als die. Okay, gut. Wir haben das Wrack schon mal gelöst. Im Forschungszentrum des Dorfes führen wir regelmäßige Analysen von Wasser, ja, okay. Luft und Bodenproben durch. Gut, das haben wir gemacht. Wir haben Ressourcen bekommen. So, wir ziehen schon mal weiter. Während sich hier jetzt weitere Journaleros ansammeln, haben wir eine Holzproduktion am Laufen. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt erstmal hoch auf 50 Journaleros, bevor es hier krass weitergeht. Das bedeutet, an weiteren Häusern werden wir nicht dran vorbeikommen. Und jetzt können wir hier unser Pumphaus aber noch nicht bauen, weil wir noch nicht genügend Holz haben. Gut, hierfür brauchen wir aber auch alles Arbeitskraft. Das heißt, das werden wir jetzt mal noch nicht bauen. Also sowas wie die Försterhütte, weil Arbeitskraft jetzt gerade noch eine kritische Ressource ist. Es wird Zeit und die wir dann natürlich auch erstmal hierfür brauchen. Aber vielleicht können wir ja wertvolles Baumaterial. Auch vielleicht können wir das ja. So, jetzt beschleunigen wir einmal kurz. Wir brauchen nämlich jetzt wirklich, damit es noch weiter vorangeht, noch ein bisschen was an Journalero-Arbeitskraft. Beziehungsweise wir brauchen hier
auch erstmal eine anlaufende Hütte. Jetzt haben wir positive Jornalero-Arbeitskraft. Das ist schon mal eine gute Sache. Theoretisch könnte eine zweite Holzfällerhütte dazu. Wir warten mal noch einen kurzen Moment, bevor wir die dann bauen. Die haben ja auch ein 1:1-Verhältnis. Das heißt, wenn wir hier eine zusätzliche Holzfällerhütte bauen, dann könnte da potenziell auch direkt was anderes dazu. So, was haben wir hier gefunden? Irgendwer lebt an diesem seltsamen Ort. Ach, guck mal, ein Schiffbrüchiger. Was kannst du denn? Wir haben ein neues Gebäude freigeschaltet. Leinen los. Aber nicht über den Schiffbrüchigen, oder? Wer bist du? Moment. Isabel Sarmento? Der heulende Wind? Der tobende Sturm höchstpersönlich? Klar, die bin ich. Die Isabel Sarmento. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen, euer Gnaden. Ich brauche Holz, um meinen Fisch zu braten. Roher Fisch. Kommt Holz sollst du bekommen. Gut, ich bin gerade am Überlegen, wie wir jetzt mit dem Holz weiter vorgehen. Wir haben ja gelernt, wir können das doch wieder aufforsten. Moment. Sie sagt erbärmlich. Sollen wir ihm dann lieber nichts liefern? Ich bin mir nicht sicher, Isabel sendet mir... wir sind Isabel. Huasca sendet verschiedene Signale. So, wir haben jetzt die Bananen freigeschaltet, die auch wieder 10 Arbeitskraft brauchen. Die wir jetzt gleich aber kriegen sollten. Jawohl. So, und jetzt können wir unsere erste Bananenplantage machen. Auch die bauen wir erstmal. Die Betonung liegt hierbei auf erstmal hierhin. Damit wir das Lagerhaus noch mitnutzen können. Aber die wird perspektivisch wird die wo ganz anders stehen. Weil wir hier natürlich den Platz auch nutzen müssen für die Gebäude, die auch an der Küste stehen müssen. Beispielsweise unsere Fischerhütten, die wir auch bauen werden. Dann müssen wir das halt erstmal anders nutzen. Gut, hier haben wir uns natürlich jetzt ein bisschen Platz erstmal verbaut für unsere weitere Siedlung. Das ist aber erstmal nicht so schlimm, das können wir noch nachholen. Hier sind wir mal großzügig mit den Vierteln, sind wir doch nicht. Denn sonst kriegen wir hier weniger Häuser hin. Das heißt, wir sind kleinzügig damit und ziehen das erstmal hier lang. Dann haben wir hier schon mal einen Bereich abgedeckt für unsere Siedlung. Ich denke, hiermit sind wir dann mit dem Rathaus potenziell durch. Aber hier geht auf jeden Fall noch was. Beziehungsweise wir sollten uns mal überlegen, ob wir das hier wirklich so stehen lassen wollen. Ach scheiße, aber das müssten wir dann versetzen. Ja, dann lassen wir es erstmal so stehen. Für die Zukunft ist das dann vielleicht etwas, worüber wir nachdenken können. So, das hier passt doch okay. Nicht top, aber ganz in Ordnung. Dann führt hier nochmal ein Weg rum. Hier hinten ran. Der hat jetzt natürlich einen sehr weiten Weg zu diesem Lagerhaus. Das sollten wir also auch auf jeden Fall umbauen. Nicht genügend Anbaufläche verfügbar. Okay, da haben wir dir also ein bisschen den Arbeitsraum kaputt gemacht, den du hattest. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Dann kommt hier hinten nochmal eine neue Holzfällerhütte hin, die wir direkt ausbauen. Und wo bleibt unser Schiffchen? Wo ist es? Hä? Ich habe dich doch zurück zum Hafen geschickt, damit du Holz abholen kannst für den Typen. Das hat scheinbar nur so semi funktioniert. Okay, unser nächstes Ziel sind 120 Jornaleros. Die könnten wir vielleicht sogar schon so erreichen. Möglich ist es. Sind wir mal nicht so. Haben die hier alle noch einen guten Anschluss an den Markt? Jawohl, der auch. Wenn der einen guten Anschluss an den Markt hat, dann brauchen wir erstmal keinen weiteren Markt. Deshalb baue ich den mal als erstes aus. Jawohl, gut. Schau sich das einer an. Aus dem lecken Rumpf strömt das Öl. Das müssen wir dann auf jeden Fall mal ganz schnell machen. Wenn wir das ja nämlich erledigen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal besseren Wert für unsere Ozeane. Löst das mal. 1a. Sehr schön. Das hat nämlich unserem Wasser jetzt gut getan. Hier haben wir die beseitigte Ölpest schon mal mit drin. Das ist top für uns. Okay, Fischer haben wir immer noch nicht freigeschaltet. Die brauchen natürlich weniger Arbeitskraft als die Aquakultur, deshalb werden wir damit auch am Anfang gehen. Ich denke, deshalb ist es auch so gebaut, wie es ist. Ne? Am Institut. Falls du bei der Aha, Erkundung der unsere erste Kenntnisse Aufgabe. Wir können eine Abholaufgabe erledigen. Wo liegt denn das 3x3-Gut? Das liegt direkt vor der Küste, das kriegen wir hin.
Okay, wir brauchen 9 Holzstämme. Das haben wir jetzt gerade nicht. Wir pausieren mal kurz unsere Sägewerke. Damit wir mal zeitnah hier die Stämme ansammeln. Aber ich sehe gerade, dass hier nochmal 3 schön ans Sägewerk geliefert wurden. Das ist natürlich ätzend. Bitte stelle Ihnen Unterkünfte zur Verfügung. Ja, potenziell machen wir das. Wir fangen hier aber erstmal an, die undichten Ruinen zu entfernen, um hier schon mal ein bisschen Fortschritt in die Richtung zu machen. Wir werden ein bisschen auf die neuen Holz warten müssen. Das heißt, wir gehen uns erstmal hier das Treibholz holen. Und jetzt können wir kurz nochmal innehalten und gucken, wie wir weitermachen. Wir brauchen hier nochmal Wasser. Da gibt es nicht genügend. Das heißt, ich würde hier nochmal einmal... Oder wenn wir hier Wasser, dann bräuchten wir hier aber doch eine Straße durch, glaube ich. Weil sonst kommt das auch nicht richtig an. Würde ich mal behaupten. Wir können ja mal gucken. Wenn wir es hier platzieren. Nee, dann kommt da auch nichts top an. Wir reißen hier nochmal ab. Dann kommt hier eine Straße durch. Und dann werden wir hier sofort nochmal neues Wasser... jetzt habe ich die ausgebaut. Gerade ist Holz halt echt eine wichtige Ressource für uns. Wir haben halt 3 Stück, ne? Jetzt wird aber auch gerade nicht nachproduziert. Aber ich sehe gerade, wir haben die 9 Holz zusammen. Also wir haben mehr als 9 Holz. Und dann können wir doch einmal kurz hier schnell die Items einsammeln. Bitte einmal bergen noch. Und dann, sobald wir den Sound hören, jawohl, da ist das Ding, fahren wir es einmal zum Hafen zurück. Dann kriegen wir die ersten 2 und dann, damit können wir unsere Sägewerke auch schon mal wieder anschmeißen. Ich trinke meinen Kaffee später. Weil wir haben hier 11 Stämme. Ich denke, das verändert sich dann auch nicht so stark bis zum nächsten Mal. Und wir haben vor allem auch noch 8 Bretter an Bord hier, die wir dann auch nutzen können. Gut, fangen wir doch schon mal an mit unserer Fischproduktion. Ich würde sagen, wir starten erstmal ganz läppsch, indem wir hier anbauen. Dann haben wir nämlich einen kurzen Weg zu unserem Hafen. Und jetzt sehen wir hier, es ist schon gut gecrowded am Hafen. Deshalb sollen wir das später wegverlegen. Dafür brauchen wir aber erstmal mehr Holz. Gerade ist Holz nämlich echt noch eine limitierende Ressource für uns. Weil wir davon einfach nicht so viel haben. Gut, damit haben wir unsere ersten Herbarien eingesammelt. Können jetzt hier einmal schnell 9 Holz einladen. Und das unserem Schiffbrüchigen hier unten bringen. Mal schauen, was der uns so bietet. Den hatten wir im letzten Run noch nicht. Jetzt machen wir nochmal normale Geschwindigkeit. Hier wird abgebaut. Wir haben mittlerweile schon so viele, dass wir noch mehr abbauen können. Das hier ist Wasser. Luft läuft noch. Boden könnte man ein bisschen was machen. Würde sich das hier eigentlich anbieten, dass wir das direkt mit abbauen. Und damit läuft das Ding schon. Gut. Wofür brauchen wir Mais? Mais ist ja keine Grundressource hier. Hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal Wasser. Das hatten wir ja eben schon festgehalten. Und dann kommt hier theoretisch nochmal ein Weg hin. Und im Blaupausenmodus können wir hier nochmal ein Häuschen bauen. So, wie schalte ich denn nochmal über einen Shortcut den Blaupausenmodus? Ein Scheiß Holz für euren bescheidenen Diener? Jawohl, haben wir. 25 Fisch. Ist okay. Kost, sag ich immer. Wir ziehen aber erstmal weiter. Wir fahren erstmal weiter. So. Hier hat man nichts drauf. Doch, guck mal, hier ist noch was. Trümmerhaufen. Erledigt. Ich würde den gerne direkt einmal lösen, weil sonst vergesse ich den nachher. Und wir sind fertig mit unserem ersten Abbau, sehe ich gerade. Selbst die Kinder. 1A. Arbeiten. 10 Jede Bretter. Nacht, wenn nice. Sie ins Dorf zurückkehrten, 10. War ihr Blick 10 Stein. Ein wenig mehr erloschen. Okay, jetzt brauchen wir 150. Überall. Steigt das, wenn wir das erste abgebaut haben? Weil dann sollten wir theoretisch natürlich mehrere gleichzeitig starten. Wobei der hat jetzt auch 75, kostet der jetzt. Haben wir den nicht auch gestartet mit 50 oder so? Habe ich zumindest im Kopf. Also, hier haben wir eine Fischerhütte. Ich würde gerne noch eine zweite bauen. Und zwar hier hinten hin. Am besten so, dass sie beide Fischvorräte mitnehmen kann. Kriegen wir das irgendwie hin? Hier würde es gehen. Ist natürlich dann ein sehr langer Weg. Ist denn kein Winkel dieser Insel von den Pyphorian unberührt geblieben?
Ja, genau. Deshalb reinigen wir den Trümmerhaufen hier auch direkt mal. Und dann schicken wir das Schiff gleich weiter. Was haben wir hier? Irgendwas? Was ist das dazwischen den Trümmern? Eine Flaschenpost. Nice. Eine Flaschenpost, die immer noch verbuggt ist und wir nicht benutzen können. Manuel. Der liebe Juan. Auf Kurs halten. Der Juan möchte nämlich noch nicht. Gut. Hier unser zweites Sägewerk muss natürlich wieder angeschmissen werden. Damit wir hier unsere limitierende Ressource, die wir aktuell noch haben, nämlich das Holz, bald nicht mehr als limitierende Ressource haben. Und ich würde sagen, wir gönnen uns hier mal ein Lagerhaus. Gerade für unsere Fischerei hier und dann später für weitere Gebäude. Können wir hier mal eins hinbauen. Dann geht die Fischerei direkt auch mit an den Start. Und dann sind wir auch bald schon an dem Status, dass wir Arbeitskleidung bauen können. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen noch mal einen weiter. Also einen Block weiter. Rathaus können wir immer noch nicht einplanen, ne? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es 3x3 oder 4x4 ist, das Rathaus. Wir werden es sehen. Wir kommen ihnen nicht dran vorbei, das zu bauen. Gut, hier das Lagerhaus, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen überlastet. Wir werden das auch ein bisschen umgestalten. Gerade hier unsere Bananenplantage muss halt nochmal weg, damit der Einflussbereich des Rathauses auch wieder gut mit Häusern gefüllt ist. Denn wenn wir schon mal ein Item haben, sollten wir das dann eben auch dann nutzen. Ja, so ist es. Was könnten wir sonst bauen? Irgendwas zum Reinigen schon. Wir könnten schon mal einen Förster anschmeißen. Ist aber im Moment alles noch gar nicht nötig. Aber bevor wir nichts mit unserer Arbeitskraft machen, machen wir besser das mit der Arbeitskraft, ne? So, wir sind noch mal ein bisschen runtergegangen, sehe ich gerade. Aber sind wir denn mit den Produktionen an sich, sind wir gut? Wir produzieren 4 von 2, okay. Wir produzieren 2 von 2. Bananen passt gerade so noch. Das heißt, eigentlich dürften es nur mehr Bewohner werden. Außer wir haben halt noch nicht genug Fisch angesammelt erstmal. Das könnte sein. Das könnte einer der Gründe sein. Die Frage ist jetzt auch, machen wir uns direkt schon mal ein paar mehr Sägewerke. Was wir hier dem Sägewerk auf jeden Fall machen können, ist noch ein direkterer Zugang zum Hafen, damit es nicht einmal hier außen rumlaufen muss. Erlauben wir uns ein weiteres Sägewerk, was dann auch wieder noch eine weitere Holzfällerhütte, mindestens eine, bedeuten würde. Könnten wir machen. Wäre drin, würde uns vielleicht später nicht so zurückhalten. Das heißt, wir machen das. Wir investieren in die Zukunft, in schnelleren Ausbau. So, und hoffen mal, dass das jetzt noch liefern kann. Das Holzfällerhütte. Sieht aber so aus, als würde sie anfangen. Das ist ein gutes Zeichen. Wir können hier mal kurz einmal an den Inseln gucken. Beziehungsweise hier lösen wir einmal eine verseuchte Ruine auf. Und starten direkt wieder rein. Ernesto hat an einer der Maschinen seinen Arm verloren. Sie haben die Wunde kauterisiert und ihn zurück an die Arbeit geschickt. Okay, hier sehe ich jetzt keine besonderen Blumen. 2 habe ich jetzt direkt gesehen. Das war natürlich jetzt strong und sehr hilfreich für uns. Ein bisschen mehr Herbarium ist nie schlecht. Juan, geh mir nicht auf den Senkel. Aber warte mal. Haben wir jetzt hier, haben wir jetzt ganz ignoriert, ne? Ist hier irgendwas Geiles? Sieht nicht danach aus. Und wir ziehen einmal weiter dann in die Richtung. Hier war auch nichts. Nein, auch nichts Relevantes. Hier auch nichts. Also diese Inseln sind teilweise echt unnütz. Aber halt nur teilweise, ne? Das ist das Ding. Gut, wir haben genügend Arbeitskraft für Arbeitskleidung. Jawohl. Ich habe erstmal nur die These in den Raum gestellt, aber es stimmt tatsächlich. Also wir haben genügend Anwohner für die Arbeitskleidung. Arbeitskraft haben wir noch nicht, die kommt jetzt direkt hinterher. Und damit wahrscheinlich auch der Bedarf Bitte, nach mehr Isabel, Bananen. Keine genau. Zeit beim Aufbau der Siedlung. Jawohl, machen wir nicht. Kein Problem. Bananen würde ich einmal gerne hier anbauen. Die würde ich auch direkt ausbauen und einmal den Blaupausenmodus wechseln. Das Shortcut muss ich gleich unbedingt nachgucken. Wenn wir den jetzt so exzessiv nutzen, wie wir es ja sonst auch immer gemacht haben. Aber ich bin ja beim letzten Run davon ausgegangen, dass es den hier gar nicht gibt. So.
Dann brauchen wir unsere Kleidungsproduktion. Okay, die ist größer, als ich gedacht hatte. Das heißt, wir sparen uns hier nochmal eins, setzen hier die Kleidungsproduktion dran. Dann müssen wir natürlich noch 4 Felder nachziehen, aber das ist kein Problem. Und dann Alpaka-Farm und Rinderfarm. Ja, am besten zumindest erstmal direkt dran hier. Wobei wir hier natürlich auch direkt schon mal Mais mit einplanen können. Als zusätzlicher Produktionsfaktor. Das heißt hier... Oh, guck mal, da ist eine besondere Pflanze. Ah, das war jetzt Zufall. Ach, guck mal, da noch eine. Ah, die mit den Blumen, die fallen gut auf. Die sind gut auffällig. Aber es ist echt krass, dass es halt auch einfach so hier mit dabei ist. Weil das kann man halt auch mal schnell übersehen. Ich muss mal kurz nochmal angucken, wie groß die Felder sind. Die sind so groß, dass es hier jetzt hinpassen würde. Weil ich mir gerade Gedanken mache, wo bauen wir jetzt hier am besten das Silo hin? Ich glaube hier. Und dann muss unsere Alpaka-Farm ein bisschen nach hinten versetzt werden, weil das Silo ja auch noch einen Straßenanschluss braucht. Einmal. Und dann kommt das Silo noch hier hin. Das kann auch erstmal nicht gebaut sein. Dann 2, 3, 4, 5 und 6. Gut. Hier gibt es dann jetzt einen Straßenanschluss direkt an unsere verarbeitende Arbeitskleidungsfabrik. Damit kann es theoretisch schon mal loslaufen. Das Silo hat jetzt erstmal keine Funktion. Das ist in Ordnung. Das ist so geplant. Bereitet das Land mal vor. Ist kein Problem. 1, 2. Da wäre es natürlich jetzt eigentlich sexy, wenn wir noch einen weiter nach da können. Und ich glaube, das können wir. Wir machen mal kurz ein bisschen langsamer, damit uns hier nicht zu viel Zeit, während wir das planen, kaputt geht. Denn wir reißen das Silo einfach nochmal ab und planen das hierhin neu, was dann bedeutet, dass wir das hier nochmal abreißen können und auch nochmal neu bauen können. Gut, dass wir unsere Ressourcen so gut einsetzen. Nicht. Dann kann das hier nämlich alles ganz anders sitzen. Unser Silo kann dann hierhin. Hoppala, wir wollen keine neue Alpaka-Farm. Ich wollte nur unsere Weiden setzen. Denn dann können wir jetzt hier 1, 2, 3 und dann kommt hier einfach unsere Viertel hin. Dann laufen die schon mal. Das heißt, die Arbeitskleidungsproduktion kann losgehen. Die haben auch ein 1:1 Produktionsverhältnis. Das heißt, wir können den Mais anschmeißen, sobald wir ihn haben. Und das nächste Ziel ist dann, auf Werkzeug aufzusteigen. Beziehungsweise Werkzeug zu brauchen dann. Hier schicken wir weiter. Hier scheint nichts Interessantes zu sein. Schade. Und dafür brauchen wir mehr Jornaleros, die wir jetzt auch theoretisch kriegen, halt über die Arbeitskleidung. Ich möchte jetzt aber gerne noch ein bisschen weiter voranschreiten. Aber vielleicht stellen wir deshalb schon mal wieder auf doppelt, also auf zweifache Geschwindigkeit. Das sollte uns gut tun. Immer noch kein Rathaus in Sicht. Ich weiß nicht, ob wir das erst mit den Obreros freischalten. Ich halte es nicht für unmöglich. Wir müssen hoch auf die 500. Hier kommt aber noch keine Alpaka-Wolle an. Jetzt wird hier anständig produziert und da wird auch die erste verladen. Das heißt, die Kleidungsproduktion legt jetzt los. Und ich würde dann gerne zeitnah hier unsere Bananenproduktion mal auslagern. Was wir schon mal mit einplanen sollten, ist hier lang zu bauen. So. Gibt es hier noch irgendwas Cooles? Ein Wrack, aber nichts, was irgendwie so schlimm ist. Auch hier war nichts. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben weniger Quests als letztes Mal. Ich bin mal gespannt, ob wir die kleine Pyramide noch finden. Das wäre nochmal spannend. Geil, hier gab es Bretter. Bretter sind gut für uns jetzt. Dann können wir nämlich wirklich hingehen und sagen, wir bauen doch hier. Vielleicht bauen wir es wieder direkt hier hin. Ich würde den aber fast einfach noch den Platz lassen. Also wir gehen mal kurz Blaupausenmodus, denn dann lassen wir hier einmal Platz für ein verarbeitendes Gebäude. Hier geblieben. Einmal bitte einsammeln. Wir checken die Insel direkt mal ein bisschen ab. Ich sehe jetzt aber nichts Besonderes. Okay, wir haben jetzt gut was an Zeug schon losgeworden. Okay, hier ist die Pyramide.
die wir erkunden können. Dafür brauchen wir aber eigentlich Kautschuk. Es ist keine Schande, Diebe zu bestellen. Weil ich möchte gerne mit, also wir können entweder, Holz brauchen wir, um weiterzukommen. Da mussten wir ein Gerüst bauen. Und dann gab es für uns noch die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Seht euch diesen wunderschönen Ort an. Ach, da ist was. Übersät mit dem Müll der Pyphoria. Ah, wir haben nicht genügend Platz. 4 Holz werden über Bord geschmissen. Wir nehmen das hier auf. Es könnte die Schildkröte sein. Jawohl, nice. Sie hat sich in den Netzen verfangen. Sehr gut. Schildkröte ist super. Ich sollte das arme Ding in Sicherheit bringen. Die Schildkröte ist nämlich auch nochmal sehr nice für unsere Wasserqualität. Jetzt sind wir gleich einmal rum und lassen das Schiff deshalb mal noch weiterfahren und dann quasi zurück. Wir pausieren nochmal. Wir haben nämlich einiges an Arbeitskraft zur Verfügung. Wo sieht es gerade am wenigsten gut aus? Der Boden. Wir werden aber potenziell das Wasser erstmal ein bisschen mehr verseuchen. Das heißt, ich würde gerne nochmal undichte Ruinen auflösen. Das machen wir dann einfach auch. Und nutzen unsere ganze Arbeitskraft, die wir angesammelt haben. Jetzt können wir in die Werkzeugproduktion einsteigen. Dafür brauchen wir auch wieder einiges an Arbeitskraft. Die ich jetzt natürlich gerade wieder woran anders reingesteckt habe. Aber ich sehe gerade, wenn wir hier ein paar Kapellen reinsetzen, dann dürfte das mit der Arbeitskraft gleich auch kein Problem mehr sein. Perfekt. Hier ist wieder eine Ruine fertig. Unser Schiff ist auch da. Das heißt, wir düsen einmal zurück zum Hafen. Und liefern das Ganze ab. Gut. Hier haben wir ein Problem mit der Nachlieferung unseres Holzes. Ich würde sagen, wir holzen hier direkt mal ein bisschen weiter ab. So. Und dann würde ich mir gerne noch mal langsam eine Übersicht verschaffen. Wir haben 200 freie Journalero-Arbeitskraft. Die würde ich jetzt erstmal gerne nutzen für zum einen eine Steinproduktion und dann auch für unsere Produktion einer Werkzeugfabrik. Dafür brauchen wir nämlich eh mehr Stein. Das bedeutet, wir müssen erstmal mit einer Steinproduktion anfangen. Und zack, wenn wir das gemacht haben. Wir können jetzt auch ein bisschen großzügiger sein mit dem, was wir wirklich abholzen einfach. Weil wir wissen ja, wir können es wieder aufforsten mit unseren Försterhütten. Das stellt also erstmal kein großes Problem dar. Aber ich würde fast sagen, wir könnten bald auch schon mal mit Försterhütten so ein bisschen starten. So, vielleicht hier eine und hier eine. Das wären dann 100 Arbeitskräfte. Die sind aber für später gut investiert schon mal. Weil die brauchen ja ihre Zeit. Und die können sie dann jetzt schon mal anfangen. Hier, die setzen wir jetzt auch. Und dann kann hier unsere Ziegelei schon mal anfangen, Steine zu produzieren. Damit wir dann hier auch schon mal anfangen können. Wir nehmen natürlich erst die große Eisen... Ah, die Eisenminengrößen wurden getauscht. Okay. Das ist natürlich auch gut zu wissen, dass die wechseln. Das muss man sich dann einmal vorher angucken. So. Jetzt sind wir schon in negativer Arbeitskraft. Kostet so viel Arbeitskraft hier? 50. 50? 50. Wir hatten noch 200, oder nicht? Okay, aber die Arbeitskleidung ist noch nicht so zu 100% am Start. Ja, es wird aber genügend produziert. Das heißt, es sollte an sich gehen. Die kommt dann einfach noch nach. So. Die Stadt wird natürlich weiter ausgebaut. Okay. Wir könnten hier noch so einen Anschluss machen. Den brauchen wir aber potenziell nicht. Wir haben aber auch nichts davon, wenn wir den nicht machen. Das heißt, wir erweitern hier erstmal unser Stadtgebiet. Da haben wir jetzt erstmal kein weiteres Lagerhaus, weil ich den Radius noch nicht ganz einschätzen kann. Der müsste hier vorbei sein, aber da müsste hier irgendwo erst das nächste Rathaus hin. Das sollte dann klar gehen. Habt ihr noch genügend Anschluss an den Markt? Jawohl. Ah, Kapellen. Kapellen ist doch für uns jetzt erstmal ein super Weg, um da noch ein bisschen was zu ergänzen. Was ich beispielsweise anbieten würde, ist hier ein Haus abzureißen und hier eine Kapelle hinzusetzen. Denn dann stellen wir hier drum einfach wieder her. Den Platz hätten wir eh nicht anders nutzen können. Dann haben wir hier schon mal eine, die eine Grundversorgung übernimmt, unsere Kapelle. Und wir brauchen natürlich an weiteren
Außenpunkten noch weitere Kapellen. Du bist wieder da. So, hast du etwas Nützliches gefunden? Und dann vielleicht nochmal hier. Vielleicht kann ihr jemand. Die Straßenanbindung brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Ich melde mich, wenn sich die Schildkröte erholt. So, wunderbar. Damit haben wir die Kapellen hingesetzt und sind bereit, einmal unser Schiff hierhin zurückzuschicken und dann theoretisch ein bisschen Kautschuk einzusammeln und Bretter und 5 Werkzeuge, die wir aber alle noch nicht haben, um unsere Pyramide hier oben zu erkunden. Die war nicht hier, sondern die war hier. Ne, wo ist sie? Ach, guck mal, hier haben wir aber noch nicht eingesammelt. Da können wir nochmal hinschicken. Ich finde, wir haben einen sehr guten Start hingelegt. Wir haben noch fast 2 Stunden Zeit hierfür. Sind bald bei den Obreros. Und ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge von Anno 1800 Eden am Ende unserem Versuch auf Gold wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.